Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, wir sind nach dem Spiel in Mainz. Die Emotionen sind noch da, aber ich habe ja gesagt, ich werde am Wochenende mal meine Meinung zu den Vorständen aufnehmen, zu Brazzo, zu Olli. Und so allgemein mal ein paar Sachen ansprechen. Wo fange ich an? Ich fange mal beim Tuchel an. Tuchel für mich jetzt mittlerweile nach dem Mainz-Spiel super enttäuschend. Tritt in die gleichen Fußstapfen rein wie der Nagelsmann. Nicht von der Art und Weise, nicht von der Ansprache her, alles und so weiter. Kann ich alles nicht wirklich beurteilen, möchte ich auch gar nicht beurteilen. Ich kann das beurteilen, was ich persönlich sehe. Und ich sehe, dass heute Müller und Kimmich 75 Minuten gespielt haben, obwohl sie unterirdisch schlecht waren. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass man dann die Tore kassiert und vorne halt auch nichts macht, wenn ein Müller da jeden Ball verstolpert. Auch schon erste Halbzeit, ja. Wäre Müller nicht auf den Platz gekommen, nicht auf den Platz gestanden, hätten wir mit Sicherheit 2-3 Tore gemacht, garantiere ich euch. Er hat so viele Bälle da vorne nicht zum Mitspieler gebracht oder verstolpert. Das war unterirdisch, ja. Und es ist aktuell definitiv nicht die Phase. Wir haben nicht die Form, um formschwache Spieler mit durchzuziehen. Ja? Und nehmt das Beispiel Gnabry, allein da hat er 5 Wochen oder 4 Wochen gebraucht oder 4 Spiele gebraucht, um zu sehen, ja, ich stelle ihn besser nicht mehr auf. Ja. Fühle ich nicht. Ich denke, oder was die Hoffnung, die ich hatte, die Leute, die meinen Kanal hier länger verfolgen, wissen das, warum ich auch dafür war, dass Nagelsmann geht, dass, weil Nagelsmann nicht nach Leistung aufgestellt hat. Auch da hat Kimmich Goretzka immer gespielt. Immer. Egal welche Leistung. Da können wir können es weiter durchgehen. Habe ich jetzt keinen Bock zu. Habe ich oft genug erklärt alles. Dachte, Tuchel kommt. Tuchel hat bei Chelsea einen Werner abgesägt, hat einen Lukaku abgesägt, weil sie einfach nicht gepasst haben. Und bei uns macht er einen auf Friede, Freude, Eierkuchen und kommuniziert das dann auch noch so in der Pressekonferenz. Und dann kommuniziert er noch in der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel, wurde auf angesprochen, ja, aber Tell ist doch der, der reinkommt, der aktivste ist, der stärkste. Wie sehen Sie seine? Ja, er, die Rolle wird so bleiben. Da haben wir heute die Quittung für gekriegt. Ja, da haben wir die Quittung für gekriegt. Und von daher bin ich super enttäuscht vom Tuchel und ich garantiere euch, das wird der nächste Saison nicht gekittet kriegen. Es sei denn, die Spieler verpissen sich alle. Ja. Es sei denn, Gravenberg wechselt, weil er keinen Bock hat, Mats Rui wechselt. Tell nimmt das wahrscheinlich aktuell noch so hin, warum auch immer, aber er ist glücklich, was okay ist, er freut sich, dass er beim FC Bayern spielen darf. Hat er ja auch schon unterm Nagelsmann gesagt, wo er da nur so ein paar Minuten hat, hat aber auch seine Tore da gemacht. Ja, aber das kannst du nicht kitten. Wie willst du das kitten? Wie willst du den Spielern begreiflich machen? Ja, ich habe euch jetzt 10 Spiele betreut, da habe ich jetzt nicht nach Leistung aufgestellt, aber nächste Saison stelle ich dann nach Leistung auf. Wie willst du das vermitteln? Also, der Trainerwechsel, für den ich war, ganz klar, ja, ich habe den begrüßt, den Zeitpunkt habe ich nicht begrüßt, die Art und Weise habe ich schon gar nicht begrüßt, habe ich auch da damals ein Reaktionsvideo drauf zugemacht, zieht euch das gerne rein. Der Zeitpunkt, wir haben es gesehen, völlige Katastrophe und ich weiß nicht, wie die Absprachen da sind. Ich weiß nicht, wie die Absprachen da sind mit dem Tuchel oder was. Ich finde schon schwierig, dass ein Tuchel bei der Vorstellung sagt, ja, und ich habe auch den Diener vor Uli Hoeneß gemacht, weil Uli hatte das, er war damals der, der verhindert hat, dass ein Tuchel zu uns kommt. Ein Rummeniger wollte ihn unbedingt holen. Ja, das habe ich gemacht und habe das okay bekommen und ja, ich denke, um damit mal den Schwenk auf unsere Vereinsführung zu machen, das ist das Riesenproblem beim FC Bayern. Ja, das ist das Riesenproblem beim FC Bayern. Es ist das Riesenproblem, dass immer noch ein Uli Hoeneß über alles schwebt und ein Uli Hoeneß über
zu allen noch sein Ja und Amen gibt, bin ich mir 100% sicher. Ja? 100%. Er ist Ehrenpräsident, ist Mitglied des Aufsichtsrates und so weiter und wird über jede Entscheidung da mit im Boot sitzen und das geht nicht. Ja, das geht nicht. Meines Erachtens nach ist das der große Fehler, den wir aktuell machen. Ja, ich verstehe das, dass man sich nicht lösen kann, wenn man so lange Zeit, also nichts geht über den Uli, ja, was er für unseren Verein geleistet hat, um das mal ganz klar zu sagen. Auch wenn er die letzten Jahre ein bisschen verpeilt war, muss man auch mal sagen, ein bisschen in seinen alten Denkweisen hängen geblieben ist. Es ist nun mal eine andere Zeit im Fußball, das ist ein anderes Thema. Ja, aber das geht nicht. Ja. Wir sehen, dass es gerade nicht geht. Es ist keine Autorität da, weder beim Olli. Ich glaube, der Bratzo genießt gar keine Autorität in diesem Team. Ich weiß auch nicht, ob das Team vielleicht gerade gegen den Bratzo spielt, ob sie ihn absägen möchten, weil die Hälfte der Mannschaft pro Nagelsmann war und jetzt irgendwie da ein Zeichen setzen möchte. Ich weiß das nicht. Spekulation, I don't know. Ja, ich habe einen Bratzo lange Zeit verteidigt. Gerade auch dieser Hate und sowas, der da vor einem Jahr mal aufgekommen ist oder vor anderthalb Jahren. Da möchte ich auch mal ganz klar sagen, wer sowas äußert, ja, der hat nicht das Recht, sich einen FC Bayern-Fan zu nennen, Alter. Was da teilweise geäußert und bestimmt jetzt auch wieder geäußert. Ja. Ich bin da nicht drin in dieser Geschichte, in dieser Bubble. Möchte ich auch gar nicht. Fakt ist, also erstmal diese dummen Kommentare immer von wegen, ja, der Bratzo, der stottert sich immer ein zurecht, der kann sich gar nicht ausdrücken. Der Bosnier, so ein bisschen in die rechte Schiene gedrückt. Leute, schenkt euch so einen Scheiß. Ja. Schenkt euch so einen Scheiß einfach. Ja, Bratzo ist Sportvorstand oder Vorstand Sport. Und da muss ein anderes Auftreten in solchen Situationen her. Wo ich jetzt nicht bei davon rede, dass er sich da mal ein zurechtstottert, weil er das deutsche Wort nicht findet oder ein bisschen länger überlegen muss. Da habe ich gar kein Problem mit, darum geht's gar nicht. Ich denke, Trapattoni konnte noch weniger Deutsch und wir haben alle Respekt vor ihm gehabt, ja, und wir haben alle gewusst, was Phase ist. Das ist, was im Bratzo abgeht. Ja? Im Bratzo eiert immer rum, um viele Themen. Erzählt immer das, was man gerade hören möchte. Nicht einmal klare Kante, nicht einmal klare Worte. Da vielleicht nochmal zu dem Leistungsprinzip zurück. Da muss man dann gerade als Sportvorstand, wenn man dann einen neuen Trainer holt in dieser Situation, der Trainer dann ja die Kurve nicht kriegt oder keinen Respekt der Spieler kriegt und die Spieler weiterhin sagen, so ja, mir doch egal, ich kriege meine 20 Millionen. Dann muss ein Sportvorstand reingehen, auch öffentlich, und muss mal ganz klare Worte zu den doch so großen Führungsspielern und deren Leistungen finden. Ne? Das kann man nicht verlangen, dass der neue Trainer das macht, dass der sich da gleich gegen die stellt. Das kann ich schon irgendwo verstehen. Aber da muss ein Sportvorstand das machen. Ne? Ganz klar, aber sowas von klar. Und da muss man sich nicht irgendein Okay holen von irgendeinem Uli Hoeneß oder sonst wen. Das muss man aus der Eigeninitiative heraus tun. Und das halte ich dem Bratzo definitiv vor. Ja, definitiv. Das muss er anders angehen. Das muss er besser machen. Ja. Da können wir auch den Olli mit ins Boot nehmen. Wenn der Vorstand Sport das da nicht hinbekommt, warum auch immer, I don't know, da muss er klare Kante, klare Worte, aber richtig klare Worte finden und nicht nur so PR-Gelaber, ja. Das auch nicht nur intern, auch nach außen kommunizieren, damit man nach außen hin Ruhe ist. Ja, wir kriegen doch gar keine Ruhe in den Club. Wie denn? Wie soll das auch funktionieren? Müssen mal klare Worte gefunden werden. Das passiert einfach nicht. Da geben beide ein schlechtes Bild ab, was ich so noch nicht gesehen habe, was ich auch nicht erwartet habe.
Ich fand, Brazzo hat sich gut entwickelt, die letzten anderthalb, zwei Jahre. Ja, auch von den Transfers her. Auf die Diskussion lasse ich mich gar nicht ein jetzt. Wie gesagt, wir könnten eine Liste aufmachen, könnten jede Transfers durchgehen. Ich denke, da ist ein Brazzo nicht schlechter oder besser wie jeder andere Sportvorstand. Ja, dass man sich teilweise verkalkuliert hat, müssen wir nicht drum herum reden. Dass dann aber immer diese Beispiele gebracht werden. Ja, man hat einen Levi ziehen lassen. Nee, Levi wollte weg. Ja, Levi wollte weg wegen Nagelsmann. So, da denke, das steht auch außer Frage. Ein Alaba wollte nicht weg. Ein Alaba wollte einfach sehr viel mehr Geld haben. Was man auch Brazzo und ich weiß gar nicht, wer da noch, doch, es war Brazzo hauptsächlich involviert mit dem Hernandez-Transfer, glaube ich. Was man dem Brazzo doch schon ankreiden kann. Ne? Aber ja, da war auch der Uli noch ein bisschen mit drin, mit der Sahavi-Geschichte da und so. Ich denke, das war dann auch mit dem Grund mit dem Levi und so weiter. Da ist wohl ein bisschen viel schlechte Wäsche gewaschen worden. Aber ja, na klar, hätte man das anders regeln können. Allerdings hätte man auch nicht so ein asoziales Verhalten, was heißt asozial, aber so ein Söldnerverhalten. Ich nenne es einfach Söldnerverhalten, wie der Alaba es an den Tag gelegt hat damals, ja. Und hat dann die Quittung gekriegt, dass er dann auf einmal dann da stand, ach ja, jetzt muss ich doch gehen. Ich persönlich fand das gut, dass man dieses Zeichen gesetzt hat. Allerdings hat man sich das Problem selber ins Haus geholt, indem man Lucas Hernandez verpflichtet hat und denen ein Gehalt gegeben hat, was astronomisch hoch war. Und das ist auch das Problem, was uns gerade so ein bisschen um die Ohren fliegt. Nichts gegen Luki. Luki ist eine Granate, wenn er fit ist, keine Frage. Müssen wir nicht drum herum reden. Aber man hat da einen Spieler geholt, der Gehalt X bekommt. Und dass sich dann die anderen Spieler daran orientieren, ist doch klar. Ja, dass ein Alaba, der zu der Zeit der überragende Mann war, dann sich daran auch orientiert, ist doch auch klar. Ja. Da wird ein Sané geholt, der auch an die 20 Millionen verdient, wenn nicht mehr. Ja, dass sich dann Kimmich, ein Koretzka und ein Gnabry daran orientieren, ist auch klar. Ja, beim Gnabry habe ich von vornherein gesagt, verlängert den Vertrag nicht für das Geld. Oder wenn du ihn verlängerst, verkauf ihn direkt. Habe ich recht behalten? Ja, das war klar, dass sich das so entwickelt, weil ein Gnabry, ja, weiß ich nicht. Der hat keine Einstellung zum Profifußball für mich. Ja, der war schon immer super unkonstant. Hat sich dann mal ein paar Monate den Arsch aufgerissen, weil es um neuen Vertrag ging und seitdem passiert da gar nichts mehr. Kimmich dasselbe. Ja. Obwohl Kimmich möchte ich nicht absprechen, dass er will. Das sieht man schon, wie ich finde, aber er kann das einfach nicht. Warum auch immer. Ja, damit hat das angefangen. Ja. Klar, wir können uns das leisten, keine Frage. Logisch. Aber wir sehen, wo es endet. Wir sehen, wo es endet. Es sind alles Söldner, den Leuten oder den Spielern ist das scheißegal. Guckt ja auch Müller an, wir müssen nicht immer so tun, als wäre Müller, ja, Müller ist das Gesicht des FC Bayern, der spielt für Liebe und Luft da. Nee, Müller ist Topverdiener, Alter. Hat, obwohl er den Vertrag verlängert hat, nochmal eine Mille mehr gefordert, genauso wie Manuel Neuer in dem Alter, ja, wo es eigentlich darum geht, dass man froh ist, dass ich immer noch bei meinem Jugendverein bin und dann ist es auch okay, wenn ich vielleicht mal ein, zwei Mille weniger verdiene, weil ich schon so ein alter Sack bin. Nein, er wollte noch mehr Geld haben. Ja, das vergessen die Leute immer. Und auch da, die Leute kriegen alle den Hals nicht voll. Ja, wir reden da um 20 Millionen im Jahr. Ja, davon kommen nur 10 an. Wir reden von 10 Millionen. In einem Jahr. In einem verfickten Jahr. Ich brauche nicht die Relation stellen zu dem, was wir als normal Otto-Normalverbraucher verdienen, wa? Das ist ein großes Problem in unserem Verein, aber auch im gesamten Fußball. Problem ist, wenn du oben mitspielen möchtest in der Champions League, kannst du da nicht ausbrechen. Ja,
Wir müssen uns, ich sage, sind alle Söldner. Wir müssen, jetzt mal ohne Scheiß, wir müssen uns doch jetzt nicht irgendwie einreden, ja, Mané ist zu uns gekommen, weil er den FC Bayern so toll findet. Ein Sané ist zu uns gekommen, weil er den FC Bayern so toll fand. Nee, die sind alle gekommen, weil wir denen mehr Kohle gegeben haben, als sie vorher bei ihren Vereinen verdient haben. Und weil wir denen mehr Kohle gegeben haben, wie sie woanders verdienen können. Ja, das ist der einzige Grund, Leute. Fußball ist zu 90% nur noch Geschäft, nur noch Geld. Es gibt nicht mehr die Spieler, die sagen, Charlie Körbel zum Beispiel, das ist mein Verein. Ja, ja, Thomas Müller stellt sich immer so dar, ist er auch nicht. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Ja, natürlich ist er ein verdienter Spieler bei uns, Eigengewächs, gar keine Frage, Gesicht des FC Bayern. Möchte ich alles gar nicht schlecht reden. Aber erinnert euch an die Zeit, wo er ein paar Spiele nicht gespielt hat unter Kovac, wo er in der Winterpause unbedingt weg wollte. Erinnert euch an die Gehaltsverhandlung, wo er mehr Geld gefordert hat. Das ist alles auch nicht ein Verhalten, dass man sagt, so, das ist mein Verein. Ja, wenn das so wäre, dann weiß ich nicht. Wird man das ein bisschen anders handhaben, denke ich. Ja. Worauf will ich damit hinaus? Mit diesem kleinen Ausflug in die Gehaltsgeschichte. Das haben wir uns selber eingebrockt. Ja, wir haben immer ein ganz gutes Gehaltsgefüge gehabt. Es wurde dann auch akzeptiert, dass ein Levi halt über allen stand, weil ein Levi halt auch über allen performt hat. Ja, das war beim Lucas Hernandez dann nicht so, weil der am Anfang einfach gar nicht performt hat oder super schlecht performt hat. Er hat lange gebraucht, um bei uns warm zu werden. Hat dann das sein Gehalt gerechtfertigt, wie ich finde, ja. Ja, aber davor haben sich die anderen halt erstmal daran hochgezogen, ja. Und ja, was willst du machen? Was willst du machen? Du hast ja wenig Argumente dann auf deiner Seite, ne? Ja, und dadurch haben wir gerade die Gehälter, die wir haben, und haben auch diesen Leistungswillen, der einfach nicht da ist. Was traurig ist, gerade wenn man so viel Geld für die Leistungen bekommt, die man nicht bringt. Ja. Das ist sehr schade, aber wie gesagt, das ist kein Problem des FC Bayern, aber es ist schon ein bisschen hausgemacht, ja. Indem man in Dimensionen vorgestoßen ist, in die wir nicht mitspielen wollten. Und ja, wir reden jetzt davon, ja, wir holen nächstes Jahr einen Neuner für 100 Millionen. Bin ich persönlich ganz weit weg von. Ja, fände ich super schade, wenn wir das tun würden. Ja, sehe ich uns einfach. Ich sehe uns einfach nicht als so ein Club an. Ja, die 80 Millionen für Hernandez waren schon hart. Die 70 Millionen für De Ligt fand ich okay, weil junger Spieler, ich mag ihn eh, hat sich auch gerechtfertigt, ja, müssen wir nicht drum rumreden. Der konstanteste Spieler bei uns aktuell, kann man mal machen, aber man muss dann jetzt irgendwo langsam mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich meine, gut, verkaufen wir Gnabry und Mané, sagen wir mal, für 60 Millionen. Ja, meinetwegen, dann hau 100 Millionen raus. Sind am Ende dann 40, ist okay, ja. Aber nicht, solange man keine Erlöse erzielt. Meine Meinung. Ja, wir müssen nicht so ein Verein sein, der so in dieses Geschäft mit so reingeht. Ja, das fand ich immer gut unterm Uli. Da gab es immer eine gewisse Grenze. Und die wurde eingehalten. Ja, Punkt. Das ist nicht unsere Philosophie. Nein und gut. Ja, wir haben es auch so geschafft, immer in Europa eine Rolle zu spielen. Ja, nicht immer, um den Titel mitzuspielen. Da brauchten wir auch dann mal 2-3 Jahre Anlaufzeit, damit die Mannschaft sich entwickelt und zusammenwächst und so. Alles gut. Gar kein Problem. Ja. Aber wenn wir die Werte, wo wir dann beim nächsten Thema sind, Werte des Vereins, dieses Mir-San-Mir-Gefühl und sowas. Ja, warum verschwindet das denn? Warum verschwindet das Gefühl? Das Gefühl verschwindet, weil du nur noch Söldner da hast. Weil du nur noch Söldner da hast. Und dann noch Söldner aus anderen Kulturen hauptsächlich, die gar nicht das bayerische Lebensgefühl zum Beispiel kennen. Ja? So. Klar kannst du davon ein paar Spieler in deiner Mannschaft haben, die das, wenn die da ein bisschen länger da sind, verinnerlichen die das, nimm zum Beispiel einen Elber oder auch einen Roy Mackay und so weiter.
Um jetzt mal ein paar Offensive zu nennen, da gibt es ja viele Spieler, Ribéry, Robben und so weiter, ja. Aber ey, Moment. Wir haben eine Flugtaktion da, was Neuzugänge anbelangt. I don't know. Und ja, da muss ich ein Brazzo, da steht ein Brazzo in der Verantwortung. Punkt. Ja, gewisse Transfers ab einem gewissen Maximum müssen bei uns im Aufsichtsrat abgesegnet werden. Dann haben alle, die damit absegnen, haben da ihren Fuß mit drinne. Und am Ende des Tages, wie es immer so schön heißt, ein Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und dass die Mannschaft sich aktuell erlauben kann, so eine Leistung zu zeigen, wie sie es macht über Wochen. Und da wird kein Einhalt geboten von der Führungsetage. Das ist eigentlich, was mich am meisten schockiert. Ja. Klar, macht man das erstmal intern, keine Frage, bin ich 100% dabei, da kriegen wir gar nichts von mit. Dann sieht man aber einen Effekt. Ja. Dann sieht man einen Effekt, dass wieder eine Steigerung da ist. Aber bei uns ist der Effekt, wir fallen immer noch tiefer. Noch tiefer. Es geht gar nicht. Wenn du denkst, wir sind unten angekommen, wir fallen noch tiefer. Ja, und dann muss ich, selbst wenn ich das intern schon gemacht haben sollte, was ich nicht glaube, dann muss ich das auch mal nach außen kommunizieren, ja, um die Spieler mal unter Druck zu setzen. Ja, passiert leider auch nicht und ja, I don't know. Ich würde behaupten, charakterlich passen beide zu uns, Brazzo wie Olli. Also Olli, absolute Legende beim FC Bayern. Wie gesagt, diese Argumentation von wegen, da sitzt jetzt ein Fußballer, der die Geschäfte leitet, ist völliger Schwachsinn. Ja, Rummenigge hat es überragend gemacht, war auch vorher ein Fußballer. Olli hat die Scheiße dann sogar noch studiert, hat sich damit befasst, weil er sich vorher gar nicht zugetraut hat. Da kann man jetzt nicht sagen, dass er keine Kompetenz hat. Ja, jetzt kommen ja diese Gerüchte auf. Ja, Olli ist aber so unnahbar und wirkt so kalt und deswegen gibt's kein Mir Samir Gefühl und ja, I don't know, weiß ich nicht, können wir von hier nicht beurteilen, ja? So, was wir beurteilen können, ist, wie alle beide auf der Pressekonferenz da saßen und so getan haben, als keine Ahnung, wird ihr das Herz rausgerissen werden, weil sie einen Julian Nagelsmann entlassen. Das ist eigentlich der große Knackpunkt für mich, womit sie ihre Glaubwürdigkeit versenkt haben. Ja. Wie gesagt, nochmal, für mich war der Trainerwechsel sinnig, der Zeitpunkt war dumm, hätte man schon eher machen müssen oder dann halt wirklich am Ende der Saison, dann hätte man die Spieler mal richtig in die Pflicht nehmen müssen, habe ich auch schon oft genug angesprochen, das Thema muss ich nicht nochmal tun. Aber dann begebe ich doch keine Pressekonferenz. Also erstmal, dass da irgendwelche Infos rausgedrungen sind, ja, scheiße. Welche Seite dafür schuld ist, I don't know. Kommen wir gleich nochmal drauf zu. Natürlich auch nicht Bayern-like, müssen wir nicht drüber reden. Ob wir da jetzt was zu können, weiß ich nicht. Können wir nicht beurteilen. Aber dieses Bild, was wir da abgegeben haben in dieser Pressekonferenz, das war unterirdisch schwach von beiden. Vom Olli sogar noch schlimmer wie vom Brazzo, ja. Das war unterirdisch schlecht. Ja, ich verstehe irgendwo, dass man sich jetzt nicht da hinsetzt und sagt, ja, wir haben den Nagelsmann rausgeschmissen, weil er lernresistent ist, er im Skiurlaub fährt nach einer Niederlage, wo alles brennt, er dies macht, das macht, dies macht, deswegen haben wir ihn rausgeschmissen. Dass man das so klipp und klar formuliert in der Öffentlichkeit, macht man nicht, weil man möchte ja, dass er einen neuen Verein findet, dass man noch ein bisschen Geld kriegt. Aber erstens mal muss man dann einfach mal sagen, scheiß auf die 20 Millionen, die wir da vielleicht nochmal kriegen, ja. Dann ist das so. Dann haben wir 40 Mille in den Sand gesetzt mit seinem Gehalt zusammen. Drauf geschissen, ja. Aber dafür seine Glaubwürdigkeit und sein Bild nach außen, was man vermittelt, so in den Dreck zu stellen, habe ich nicht verstanden. Ja. Also wie gesagt, man hätte da ganz klar kommunizieren können. Ja, mit dem Julian hat es einfach nicht mehr gepasst. Fachlich gut, mannschaftlich kam man nicht mehr klar. Dies und das. Und dann wäre gut gewesen.
Ja, nein, man macht da irgendwelche halben Andeutungen, dann kommen noch die Spieler teilweise, die dann da widersprechen und sagen, nein, die Kabine war voll hinter ihm und bla und Sülz. Was ist das denn für ein Bild nach außen? Was ist denn für ein Chaos in unserem Verein? Ja, das hätte sich mal unterm Hoeneß Spieler erlauben sollen, da den Hoeneß zu widersprechen. Alter, der hätte ihn ans Kreuz genagelt und in die Kabine aufgehangen als Abschreckungsbeispiel. Ja. Man hat halt nicht das Gefühl, dass da ein Bratzo und ein Olli ist und sagen, das ist unser Verein. Ja klar, stellt sich ein Olli immer dahin und sagt, der Verein steht über alles. Wir tun alles für den Verein. Alles, was ich tue, tue ich für den Verein. Aber das Bild gibt er nicht ab. Das strahlt er nicht aus. Das lebt er nicht vor. Ja, wenn ich ihn auf der Tribüne sehe, wie er abgeht, ja, glaube ich ihm das. Keine Frage. Ja, ich mag einen Olli, ist ein super Typ. Vorbild früher gewesen, ja. Das Vorbild von weiter und weiter, und wir brauchen Eier. Alles, was wir heute nicht mehr im Kader haben. Da haben wir nur Kimmich, die sich weinerlich nach dahin stellt. Oh ja, unsere Leistung war so schlecht und ich weiß auch nicht warum. Alter, halt doch einfach die Fresse nach dem Spiel. Junge, Alter. Nee, geht uns völlig ab. Wir haben keinen Typ, wir haben keinen Leader in unserer Mannschaft. Haben wir nicht. Wir haben nur Indianer. Und viele Indianer ohne einen Häuptling läuft nicht. Ja, jetzt kommt, fangt mir nicht in die Diskussion mit, ich darf nicht mehr Indianer sagen an. Ist mir gerade wurscht. Ja, die beiden geben kein gutes Bild ab. So, kommen wir jetzt dazu. Was machen? Das habe ich gelesen. Ohne Scheiß, sollte das passieren, schieße ich mir in den Kopf. Ich habe gelesen, Oliver Bierhoff ist ein Thema bei uns. Oliver Bierhoff. Die größte Schnarchnase, die Nationalmannschaft über Jahre zugesehen hat, wie sie zugrunde geht, soll jetzt ein Thema bei uns sein. Als was? Als Sportdirektor, Sportvorstand? Nee, kann ich nicht. Dann lese ich was vom Philipp Lahm. Philipp Lahm hätte ich nach seiner Karriere sehr gerne bei uns gesehen. Definitiv. Hätte ich mir sehr gut vorstellen können, weil Philipp Lahm auch immer ein Mann der direkten Worte war und mit Sicherheit auch ist. Ja, er war auch nie einer, der rumgeeiert hat. Hätte uns sehr gut zu Gesicht gestanden. Wollte sich aber nicht wirklich unterm Uli, glaube ich, wie es damals war, unterordnen. Ja, was man verstehen kann. So. Ja, wen jetzt? Jetzt hörst du auf einmal, ja, der Uli möchte seinen Sohn da hinsetzen. What the fuck? Man diskutiert beim Uli Kahn über Kompetenz. Ja, weiß ich nicht. Fühle ich auch nicht. I don't know. Dann heißt es, ja, der Uli kommt zurück. Fühle ich auch nicht. Das ist einfach, es ist eine andere Zeit. Ja, Fußball ist in einer anderen Zeit. Und das ist auch das Problem, was ich am Anfang schon angesprochen habe, dass nicht sein kann, dass ein Uli da immer noch seine Finger mit im Spiel hat. Das kann halt sehr gut sein, dass das einfach auch die beiden, die da jetzt an der Strippe sind, halt hemmt. Ja, das muss man auch mal sagen. Ja, bei wem willst du jetzt da hinsetzen? So. Wer soll den Olli ersetzen? Ich wüsste jetzt keinen, der irgendwie das Know-how hat und auch die Liebe zum Verein hat und auch den Ehrgeiz hat. Vielleicht ist ja das Problem sein Ehrgeiz ein bisschen, dass er ein bisschen kalt rüberkommt und nicht so familiär und keine Ahnung. Ja, der Olli ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Auch ein Kalle hat nicht von Anfang an da gleich alles gewusst und musste sich da auch mit weiterentwickeln und mit der Zeit gehen. Und ich persönlich denke, man sollte dem Olli da noch eine Chance geben in der Position. Allerdings muss er sich hinterfragen und muss, ich meine, er hat es ja dann auch schon ein bisschen, hat er auch selber schon gesagt, so, er war ja unter dem Nagelsmann noch viel ruhiger am Anfang. Aber wenn der Bratzo das nicht hinkriegt, was meines Erachtens nach seine Aufgabe ist, da muss ein Olli da in die Bresche springen. Ja. Wir erinnern uns an Hoeneß, Rummenigge. Wie oft hat ein Rummenigge ein Rummenigge sich dahingestellt und irgendwie
im Alltag irgendwas abgelassen. Eigentlich gar nichts, hat eigentlich immer der Uli gemacht. Ja. Klar, wenn es da mal hart wurde oder so, auch ein Kalle hat mal einen Uli widersprochen, auch öffentlich, finde ich auch völlig legitim. Das hast du bei uns auch nicht. Bei uns ist alles so, weiß ich nicht. Zumindest nach außen hin ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Schwierig. Also ich persönlich denke, man sollte den Uli noch eine Chance geben. Allerdings, ja, muss er sich hinterfragen, muss auch ein paar Dinge ändern und muss das auch einsehen. Was ich aber auch glaube, dass er das schon von sich aus tut. Meine Meinung schwingt aber natürlich auch die Sympathie für den Uli mit. Das sage ich auch ganz klar, ja. Und am Ende des Tages kann ich es nicht beurteilen, wie seine Arbeit da ist. Und das könnt ihr auch nicht beurteilen, die da irgendwelche Kommentare schreiben. Oder ich rede jetzt nicht von Kommentaren hier auf meinem Channel, sondern irgendwo anders, wo man irgendeinen Dünnpfiff liest. Wie wollen wir das beurteilen? Normal müsste es den Uli dann danach beurteilen. Haben wir ein Wachstum in Amerika? Haben wir ein Wachstum in Asien? Wie sieht die Jahres... Bilanz aus, so, das ist Olli seine Aufgabe, ja, in erster Linie. Es ist nicht seine Aufgabe, die Mannschaft zusammenzustellen. Gar nicht. War auch nicht die Aufgabe vom Kalle, ja. Natürlich werden die irgendwo mit einbezogen, keine Frage, aber das Aufgabenfeld ist einfach ein anderes, ja. Und, normalerweise ist es so, wenn dann so ein Typ dann mal was sagt, ja, muss das Autorität ausstrahlen, muss das knallen. Und die hat er durch diese komische Pressekonferenz meines Erachtens halt komplett verloren. Ja, das ist traurig. Die hat er komplett verloren. Er hat sich da echt lächerlich gemacht. Als CEO musst du da ein selbstbewusstes Auftreten haben und musst sagen, ja, Nagelsmann haben wir rausgehauen. Deswegen Feierabend. Ihr könnt jetzt eure Fragen stellen. Und nicht sich da hinsetzen und 5 Minuten Monolog halten, als wäre er gestorben und was weiß ich was. Also das geht nicht. Ja, das geht nicht. Gut, so viel zum Olli mal. Also wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, lassen Olli im Amt. Klar muss er sich hinterfragen, klar muss sich der ganze Vorstand muss sich mal hinterfragen. So von wegen Transferpolitik, da wird ja Olli auch, denke ich, ein gewisses Wort mitreden. Das muss man sich hinterfragen, logisch. Kommen wir zum Brazzo. Ja, also beim Brazzo bin ich mittlerweile der Meinung, ja, man müsste ihn rausholen. Problem, was ich sehe, wen soll man holen? Wen soll man holen? So, man hat einen Brazzo kritisiert, weil... erstmal, wo er angefangen hat, ich glaube, das war schon so das Problem. Ja, erstmal wurde er durchgedrückt vom Uli. Ja, viele wollten ihn gar nicht haben im Verein. Uli hat gesagt, das ist jetzt unser Mann, fertig. Hatte keinerlei Erfahrung, absolut null. Ja, Uli hat ihn dann angewiesen, da, was weiß ich, ein Jahr oder was. Und das ist, was ich sage. Ich glaube, da schwingt immer noch Uli mit. Ja. Der wird da immer noch das letzte Wort, der Brazzo wird sich immer noch Rat holen und so. Was ja irgendwo nicht verkehrt ist, aber dem Brazzo fehlt das Profil. Glaube ich, so könnte ich es am besten beschreiben. Wie gesagt, die Transfers, sei mal dahingestellt, ja. Das Gehaltsgefüge habe ich schon angesprochen, ja, da hat er mit Sicherheit auch sein Senf dazu beigetragen, dass das so ist, wie es gerade ist. Dass man Sané für das Gehalt geholt hat, die Ablöse sei mal dahingestellt, das ist immer alles halb so wild, aber man hat sich halt Äpfel ins Nest geholt, die nicht gut sind und hat die dann noch sehr, sehr vergoldet und dadurch alles so ein bisschen gefährdet, wie ich finde. Ja, und das muss man ihn schon anschreiben, er ist der für mich der Hauptverantwortliche. Auch wenn er das in Abstimmung dann mit dem Uli gemacht hat, vielleicht auch mit dem Okay vom Olli und mit dem Okay vom Vorstand und hast du nicht gesehen. Er ist aber halt einfach der Verantwortliche dafür. Das ist seine Position. Ja, da kann man auch immer schön reden, dass er das Jugendinternat da super aufgebaut hat, super führt. Auf der anderen Seite werden die Jungs, die da bei rumkommen könnten, komplett ignoriert.
Paul Wanner wird komplett ignoriert zum Beispiel. Riesentalent, kriegt gar keine Chance bei uns. Und das, obwohl wir gerade so eine Form haben, wie wir haben. Und da gibt's ja mehrere. Ibrahimovic, der ab und wann mal auf der Bank sitzt, ist auch eine Riesengranate. Dann haben wir jetzt in der zweiten Mannschaft noch den Stürmer, der uns mit Sicherheit auch mal gut getan hätte, aber da trauen wir jetzt noch nicht mehr zum Tell aufzustellen. Wie sollen wir dann so einen aufstellen? Und das ist für mich auch eine Sache Sportvorstand. Ja. Klar kann der Sportvorstand nicht dem Trainer reinreden, aber wenn ich doch Sportvorstand bin oder Sportdirektor, wie auch immer ihr das nennen möchtet, ich verpflichte den Thomas Tuchel oder auch einen Julian Nagelsmann oder sonst wen, dann kann ich doch vorher schon mal irgendwie die Dinge ins Abstecken, um zu sagen, so eine Aufgabe von dir ist bei uns aber pro Saison 2-3 Jugendspieler zu integrieren. Ja? Und wir wollen auch, dass die dann auch mal ihre Spielzeit kriegen oder ihre Chancen kriegen, wenn das vorhandene Personal nicht die Leistung bringt, die sie zu bringen bereit ist. Ne? Oder die sie bringen könnte. So. Das kann ich doch klar formulieren, bevor ich einen Trainer einstelle. Ja. Aber das scheint ja auch nicht zu passieren. Ne? Was sehr schade ist. Und deswegen bin ich mittlerweile der Meinung, ja, man sollte den Bratzo rausschmeißen. Wen man da holen sollte, ich habe keine Ahnung. Ja, kommt mir nicht wieder mit Max Eberl, Alter. Das fand ich schon lächerlich, wo er noch in Gladbach war. Hast du dasselbe in Grün? Mit welchem Weltstar hat Max Eberl denn mal verpflichtet? Mit welchem Weltstar hat er denn mal verhandelt? Mit welchem großen Berater verhandelt er denn mal über große Summen? Ja, wo hat er das in den Gladbach getan? Ja, hat den Gladbach ein paar gute Transfers gemacht, aber die machst du bei Bayern ja nicht, diese Transfers. keine Ahnung, hätte ich bei uns nicht gesehen. Deswegen ist das sehr schwierig, ja, wen man da jetzt da hinsetzen würde. Ja, Bratzo ist auch nur das Gesicht nach außen. Wir haben da noch die Kaderplaner, Marco Neppe und so weiter, die da natürlich mit reinspielen. Aber am Ende ist er halt der Verantwortliche. Und wenn er der Verantwortliche ist, muss er dann auch die Konsequenzen tragen. Ob das dann fair ist oder nicht fair ist, ist dann am Ende des Tages dann irgendwann egal. Ja, aber wir wissen da natürlich auch nicht, das ist ja anders, als wenn, wir können die Leistung nicht wirklich beurteilen. Ja, so Spieler können wir beurteilen, die sehen wir 90 Minuten auf dem Platz, in der Woche zweimal oder jetzt nur noch einmal, weil wir haben ja keine englischen Wochen mehr. Da können wir das beurteilen. Alles andere, wie willst du die Arbeit vom Olli beurteilen? Die vom Bratzo kannst du jetzt noch beurteilen anhand den Transfers, ja. Aber wie gesagt, da sehe ich das nicht so schlecht. Abgesehen davon, dass er das Gehaltsgefüge irgendwie ein bisschen ruiniert hat. Ja, am Ende des Tages müssen das andere entscheiden. Ja. Das ist meine Meinung zu den beiden. Wie gesagt, ich würde dem Olli auf jeden Fall noch eine Chance geben. Wie gesagt, Olli hat die Kompetenzen, aber ja, er muss auch erstmal reinfinden. Und das kann halt auch gerne mal ein bisschen was dauern. Ja? Das ist halt einfach so. Und natürlich ist es kein leichtes Erbe, ein Rummenigge und ein Hoeneß zu ersetzen. Ja? Ja, das ist meine Meinung dazu. Bratzo, wie gesagt, so leid es mir tut, ich mag einen Bratzo auch, aber wir brauchen was Kommunikatives. Ja, hört sich jetzt wieder scheiße an, widerspricht auch ein bisschen, was ich so am Anfang gesagt habe. Aber du musst da einfach jemanden haben, der, ja, wie es jetzt auch ist und wie es auch unterm Nagelsmann schon war. Es kann nicht sein, dass ein Nagelsmann sich da hinsetzt und irgendwelche Fragen zur Jahreshauptversammlung beantwortet, Fragen dazu beantworten muss und ein Bratzo und ein Olli siehst du nicht. Das geht nicht. Ja, ein Sportdirektor, Sportvorstand ist dafür da, den Trainer den Rücken frei zu halten, dass der Trainer in Ruhe arbeiten kann. Ja, und das passiert bei uns aktuell nicht. Das hat unter dem Nagelsmann nicht passiert, ist nicht passiert und passiert jetzt unter dem Tuchel auch nicht. Ja. Ich habe jetzt noch nicht die Reaktion nach dem Mainz-Spiel gesehen, aber vielleicht erfahren wir die auch erst morgen und so weiter. Vielleicht passiert da jetzt endlich mal was, aber das passiert die ganze Saison nicht. Ja. Und nochmal. Ich verstehe das, gerade wenn man als neuer Trainer da ist, dass man die Spieler dann oder gewisse Spieler dann nicht direkt anfährt oder rund macht. Ja, verstehe ich auch unter Nagelsmann, der da nicht unbedingt den Respekt dann hatte, weil er halt noch unerfahren ist und ein junger Trainer und so weiter.
Da muss der Sportvorstand in die Bresche springen. Der Sportvorstand muss nicht Freund der Spieler sein. Ja? Kann er auch gar nicht. Er hat Verträge zu verhandeln. Da muss er Arschloch sein. Er muss im Sinne des Vereins handeln. Und nicht im Sinne des Spielers. Und er muss nicht da der Spielerfreund sein. Ja? Muss er nicht. Kann er sein, wenn's gut ist, so wie es ein Uli auch war, ja. Aber Uli war auch der den Trainer geschützt hat. Ja. Wenn irgendwas war, dann ist der Uli in die Bresche gesprungen, egal bei welchem Thema. So, und das geht uns ab. Das fehlt uns. Ja. Und deswegen hat man auch so das Gefühl, dass kein Mir Samir da ist. Man lässt den Trainer da alles machen und verrecken. Und dann schmeißt man ihn irgendwann raus, nimmt den nächsten Trainer lässt man wieder da im Regen stehen. Was hat das mit Mir Samir zu tun? Auch wenn sich dann der Tuchel da hinsetzt und sagt, ja, intern ist alles ruhig, alles super, wir haben super Austausch, Blasels. Ja, aber es muss mal nach außen klare Kante gezeigt werden, ja. Und das ist dann nicht Aufgabe des Trainers, der gerade erst 3 Wochen da ist. Der kann dann jetzt nicht sagen, ja, ich nehme jetzt aber der Spieler, ihr habt alle keine Form, setzt euch mal auf die Tribüne. So. Na klar, er muss auch schon ein bisschen weiterdenken, ja. Verstehe ich schon alles. Da muss der Sportdirektor in die Bresche. Da muss der reingehen. Und zwar richtig, ja. Fertig. Punkt. Und das passiert halt nicht. Warum? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ja. Das ist meine Meinung. Meinung zur Mannschaft. Vielleicht abschließend noch mal ein paar Worte. Ich denke, aktuell sieht man gut, dass wir wirklich vier Fünftel, würde ich behaupten, sind Söldner bei uns. Es tut mir wirklich in der Seele weh, das sagen zu müssen. Wirklich. Sonst hatte man immer so das Gefühl beim FC Bayern, die Spieler sind beim FC Bayern wegen des Vereins, ja, eben damit sie mal dieses Mir Samir Gefühl haben, eine große Familie, ja, um die Geschichte zu prägen mit dem FC Bayern. Das wurde uns ja dann verkauft beim Kimmich, beim Goretzka, beim Gnabry, bei der Vertragsverlängerung wurde uns das ja so verkauft, uns Fans. Deswegen hat man ja auch dann gerechtfertigt, dass die so wahnsinnig viel Geld alle verdienen. Das Gefühl habe ich nicht. Gar nicht. In Kimmich habe ich das Gefühl ein bisschen, ja, bin ich ehrlich, weil er schon das ausstrahlt zwischendurch, ja. Da sieht man, dass er ehrgeizig ist und dass er will. Er kriegt es aber einfach nicht auf der Kette. Er kriegt es nicht auf der Kette. Würde ich ihn jetzt zum Beispiel, wenn er da als alleiniger Sechser rumdümpelt, wie es heute in Mainz auch der Fall war, würde ich ihm jetzt noch nicht mal unbedingt so einen riesen Vorwurf machen. Er kann es halt einfach nicht. Punkt. Er kann es nicht. Da gehört ein richtiger Sechser hin und kein Kimmich. Ja. Alle anderen... weiß ich nicht. Ja, ich denke, man sieht immer den Charakter und auch so die Bereitschaft und sowas, wenn es halt nicht gut läuft. Und es läuft seit Wochen nicht gut bei uns. Und jetzt sieht man das gerade. So, ein Gnabry sieht man, er gibt sich einfach, auch heute die paar Minuten, wo er da war, Sané dasselbe. Das war unterirdisch. Ja, das war wirklich unterirdisch. Sané hatte 2, 3 gute Wochen, wo Tuchel kam, um zu zeigen, weiß ich nicht, guck mal, wie toll ich bin. Und dann wieder so, mach nee, weil ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Nee, 3 guten Spiele reichen auch. Das lasse ich jetzt mal sein. Das ist super schade. Ja? Wir könnten die Spiele einen nach dem anderen durchgehen. Ne? Könnten wir. Habe ich jetzt keine Lust zu. Habe ich in meinen letzten Videos 1001 Mal Nächte durchdiskutiert, jeden einzelnen. Bin ich leid mittlerweile. Aber das Gefühl habe ich einfach. Ja? Da ist keiner mehr, der den Verein lebt, der für den Verein spielt. Ja, die letzten, wo das noch so ausgelegt waren, waren Neuer und Müller. Beide haben bei den Gehaltsverhandlungen letztes Jahr mehr Geld gefordert. Guckt mal ihr Alter an, während Corona. Guckt mal ihr Alter an, hat man die Lage des Vereins gesehen. Hat man auch da gesehen, wie wichtig denen der Verein ist.
Ich brauche keine, was soll ich noch mehr Argumente bringen? Reicht eigentlich, oder? Das macht es schwierig. Das macht es schwierig. Mir fehlen einfach die Typen, ja, die den Verein leben. Ja, ein Ribéry, ein Robben. Ja. Die hatten auch immer wieder Angebote von anderen Vereinen. Wollten sie nicht. Sie haben den FC Bayern gelebt. Ja. Um nur zwei der etwas jüngeren Generation zu nehmen. Und jetzt guckt euch an, wer mit diesen Nummern da aufläuft. Gnabry und Sané, Alter. Was ein Trauerspiel ist. Also ein Gnabry gehört die 7 abgenommen. Ja, das ist eine Beschmutzung der Nummer. Ja, die hat vorher einen Ribéry getragen, davor Mehmet Scholl, Alter. Mehmet Scholl war übrigens auch so ein Typ. Ja. Und diese Typen gehen uns ab. Ja. Und Alaba hat sich verpisst wegen Geld. Wegen nichts anderem. Einfach wegen Geld. Ja, das darf man auch immer nicht vergessen, wenn man vorwirft, so, ja, aber da ist ja, der Brazzo hat ja den Alaba gehen lassen. Ja, man hat mal ein Zeichen gesetzt. Ja? Und das war ein gutes Zeichen zu der Zeit. Dass der Abgang schwer wiegt, keine Frage. Man hat einen Süle gehen lassen, wegen Geld. Ja? Auch da, klares Statement. Völlig okay. Problem an der Sache, man hat andere Spieler, hat man das halt nicht gemacht. Wie bei einem Gnabry, wie einem bei Kimmich, ein Goretzka. Nein, ganz im Gegenteil, man hat da noch einen Sané geholt, der auch an die 20 Millionen verdient. Die Leistung hat er noch nicht, das Geld hat er noch nicht einmal gerechtfertigt. Das ist das große Problem. Ja? Wir haben nur noch Söldner, die für Kohle spielen und nicht mehr die Typen, die ja, denen es am Ende dann auch mal egal ist, ob sie eine Mille mehr oder weniger in der Tasche haben, die für den FC Bayern spielen, weil wir der FC Bayern sind. Ja. Das geht uns gerade so ein bisschen ab. Bei vielen Spielern kann ich das noch nicht wirklich beurteilen. So Davis, Musiala, I don't know. Weiß ich nicht. Pavard. Ja, I don't know. Ich denke, er wird wechseln. Ja, schwierig. Schwierig. De Ligt habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, er hat mich überzeugt schon mal bei seiner Vorstellung. Ich meine, er ist ja auch von Juve zum FC Bayern gekommen. Das ist auch nochmal ein anderes Zeichen. Er hätte auch einfach bei Juve bleiben können. Ist ja nicht so, dass Juve ihn abgeben wollte. Da hat man schon gemerkt, so ja, er möchte zum FC Bayern. Und das ist einer, den ich in diese Kategorie stecken würde. Natürlich verdient er auch gutes Geld bei uns. Da müssen wir nicht drum herum reden. Aber den nehme ich ab, dass er wirklich für diesen Verein spielen will und auch für den Verein brennt und Leistung bringen will, ja. Was mir bei vielen anderen halt einfach abgeht. Und das macht mich gerade traurig. Und das muss man dann am Ende halt wieder auch dem Brazzo ankreiden. Ja? So, die Kaderzusammenstellung ist halt einfach seine Aufgabe. Ja. Gut. Ich weiß, war jetzt ein bisschen wild der Talk. Bisschen hin und her gesprungen und ja, aber das sind so die Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ja, ich denke, es wird wild bleiben die kommenden Wochen und Monate. Ja, ich denke, wir werden kein deutscher Meister werden. Auch wenn mir das in der Seele wehtut, dass es so ist. Vielleicht ist es am Ende gut. Dass jetzt mal wirklich alles umgekrempelt wird, alles in Frage gestellt wird, der Kader komplett in Frage gestellt wird. Und wenn man aber einen anderen Sportvorstand oder Sportdirektor haben möchte, dann muss das jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Wochen passieren. Das muss dann jetzt echt Schlag auf Schlag gehen, weil, ja, guckt euch unsere Mannschaft an. Ja, da sind dringende Veränderungen nötig. Nicht nur auf der 9, auf der 6. Ein guter Achter, wenn man jetzt nicht auf Gravenberg setzt, dann muss man ihn nach Liverpool ziehen, also muss gutes Geld mitnehmen und muss einen Ersatz holen. Thema Sabitzer, aber Sabitzer hat keinen Bock mehr auf dem FC Bayern, was ich verstehen kann, wie man ihn behandelt hat. Ein Leimer kommt sehr wahrscheinlich. Ich würde Thuram verpflichten, definitiv ist ablösefrei, da hast du kein großes Risiko und hast auf jeden Fall einen Stürmer, der auch mal ins Tor trifft. Selbst wenn der nicht zündet, kannst du ihn ja später verkaufen, wirst du mit Sicherheit kein Minus machen. Ja, und dann kannst du immer noch gucken, ob du einen richtigen Neuner kriegst, aber dass du einfach mal noch eine Alternative mehr hast. Ja, einen Schupo kannst du weghauen, den Vertrag hätte ich gar nicht verlängert, wenn ich ehrlich bin. Wir sehen es ja jetzt auch, wie viele Spiele der macht im Jahr.
Müller würde ich anraten, du kannst hier den Co-Trainer machen, macht er ja eh schon, wenn du Bock hast, eine Trainerkarriere anzulegen, mach das. Wir haben es heute gesehen, für Müller reicht das Leistungsniveau, es reicht nicht mehr. Ja. Klar, er hatte immer noch mal ein, zwei gute Spieler im Gepäck, wenn er richtig fit ist und so weiter, aber er kann auch keinen Einfluss mehr auf diese Mannschaft nehmen. Ja. Und Kimmich kann auch keinen Einfluss auf diese Mannschaft nehmen. Ja, das haben sich alle gewünscht. Der ist der neue Bayern-Kapitän. Er wird der neue Leader. Nein. Nein, nein, nein. Wenn es an mir gehen würde, De Ligt, hier, der Mann der Zukunft. Du hast nächstes Jahr die Binde für die Mannschaft an. Wer damit ein Problem hat, sich nicht unterordnen kann, ja. Reisende soll man nicht aufhalten, gibt genug andere Vereine. Es muss jetzt richtig was passieren, ja. Es muss richtig was passieren. Wenn man auf Mazraoui nicht setzen möchte, warum auch immer, ich würde es persönlich nicht verstehen. Ich halte ihn für einen bärenstarken Spieler. Auch dann musst du ihn verkaufen, bevor er wieder auf der Bank verschimmelt und dann später wieder kein Geld mehr wert ist. Da musst du ihn jetzt verkaufen und kauf was anderes. Ja, es müssen jetzt Nägel mit Köpfe gemacht werden. Und das kannst du nicht machen, wenn du jetzt sagst, ja, wir lassen jetzt mal die Saison zu Ende spielen. Am Ende der Saison gucken wir dann. Ja, ich glaube, wir entlassen jetzt den Brazzo. Wie soll das funktionieren? Du musst jetzt schon anfangen zu planen für die nächste Saison. Ja, welche Spieler kommen, welche Spieler du loswerden möchtest. Das kannst du da nicht alles irgendeinen neuen Sportdirektor, den du erstmal finden musst auch. Der müsste dann ja auch idealerweise noch tätig sein, dass er gleich drin ist in dem Geschäft. I don't know, du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich nehme jetzt einen Philipp Lahm, der null Erfahrung hat, und der macht das dann schon. Der hat doch auch keinen Plan, so wie es beim Razzo war. Der hat auch keinen Plan von irgendwelchen Vertragsverhandlungen oder sonst was gehabt. Geht halt alles nicht. Ja, du könntest jetzt sagen, ja, oh, dann springt der Uli ein, der macht das ein Jahr, der baut den Kader mal eben um und dann gucken wir, dass wir einen anderen holen. Ja, das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Würde ich persönlich aber für das falsche Zeichen halten, aber ja, vielleicht kommt das sogar so. I don't know. Weiß ich nicht, schwierig, ne? Wirklich schwierig, aber um jetzt zum Ende zu kommen, ich denke, ja, wir werden keine Langeweile haben, Leute. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne für diesen Kanal, ja? Deswegen wachse ich gerade auch, um das nochmal hier, wer jetzt hier noch dabei ist, wer hier so lange zugehört hat, erstmal vielen lieben Dank. Ich wachse gerade, weil es den FC Bayern schlecht geht. Ja? Und viele Sensationslustige dann gucken, ja, ja, guck mal, die Bayern-Fans jetzt. Bah, 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 bah. Alles gut, verstehe ich. Wär ich nicht der Typ für, das jetzt andersrum irgendwie zu genießen, zu gucken bei irgendeinem Verein. Darum soll es aber auch gar nicht gehen. Ich bedanke mich dafür und ich denke, ich werde weiter wachsen. Weil aus meiner Sicht werden wir kein deutscher Meister. Wir werden diese Saison noch mehr super schlechte Spiele sehen. Wenn ich jetzt in Mainz der Schalter umgelegt wurde nach so einem Spiel wie gegen Man City, wenn man auch 1-0 führt und eine gute erste Halbzeit gespielt hat, dann ist Hopfen und Malz verloren. Da müssen wir uns nichts vormachen. Vielleicht täusche ich mich, würde mich persönlich freuen, wenn ich mich täusche. Wegen mir können wir super gerne zum 11. Mal Meister werden. Ich persönlich würde mich freuen. Schön wäre auch mal wieder eine Meisterschaft am letzten Spieltag. Würde ich auch mal wieder feiern, so nervlich gesehen und so kickmäßig gesehen. Aber sehr schwierig. Ja, an dieser Stelle würde ich einfach mal Danke sagen. Freut mich. Hier wird es immer FC Bayern Content geben, aber es ist natürlich für viele interessanter, FC Bayern Content sich reinzuziehen, wenn es beim FC Bayern nicht so gut läuft, als wenn ich hier sitze und sage, ja, wir haben heute 5-1 gewonnen gegen Mainz und ja, bester Spieler war Musiala, war überragend, hier, da, Ecken waren wie immer nicht ganz so gut vom Kimmich. So, das macht man 2-3 Mal, dann interessiert das keine Sau mehr, wenn wir durch die Bundesliga rasieren, ne? Das verstehe ich vollkommen. Von daher genieße ich das persönlich gerade, dass hier der Schöne so ein Wachstum hat, aber tut mir natürlich in der Seele und für den Verein weh, dass wir gerade so ein desaströses Bild nach draußen abgeben. Ich kann es nicht beurteilen, wie es im Verein aussieht, das weiß ich nicht. Aber selbst wenn alles gut laufen würde, wird es spätestens zur Jahreshauptversammlung definitiv wieder ein Thema geben, nämlich Qatar Airways.
Nur ganz kurz, bin ich klar dagegen, gegen dieses Sponsoring. Wer da mehr Interesse hat, guckt gerne hier auf meinem Channel durch, da gibt's genug Videos dazu, aber das Thema wird wieder aufkommen und da werde ich da auch wieder klar Stellung beziehen. Auch da weiß ich, dass das 80% der Bayern-Fans anders sehen, aber das Thema will ich jetzt hier nicht aufmachen, das machen wir zu der gegebenen Zeit mit einem extra Video. Da werden wir mit Sicherheit auch noch was haben und ich denke, wir werden die kommenden Spiele ja noch viel, leider, viel zu kritisieren haben. I don't know, ich weiß nicht, um letztes Mal mit der letzten These abzuschließen, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir, sollten wir jetzt gegen Hertha BSC zu Hause verlieren. Ist dann Tuchel noch tragbar? Fragezeichen. Wild, oder? Wild, oder? Einfach wild, oder? So weit ist es gekommen. Ja, traurig. Naja, rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, ärgert euch nicht zu viel. Wir kritisieren hier auf einem sehr hohen Niveau, ja, um das nochmal klar zu sagen. Ja, und dann werden wir kein Meister, haben keinen Titel. Vielleicht werden wir Zweiter oder Dritter am Ende des Tages, wurscht. Hauptsache, wir kommen in die Champions League. Und dann haben wir einfach mal ein schlechtes Jahr gehabt. Und da müssen wir gucken, dass wir es nächstes Jahr besser machen. Das wird auch nicht einfach so gehen. Definitiv nicht. Von daher denke ich, wird auch das nächste Jahr nochmal sehr schwierig, sehr interessant werden für uns. Und ja, es wird einiges an Content hier kommen auf diesem Kanal. Okay, Leute, jetzt aber. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, denkt daran. Mir Samir, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Gerne auch kritisch, solange ihr auf einem nicht beleidigen Level bleibt. Ist das alles gut? In diesem Sinne,